16.30 Uhr vor der Arena in Neudorf. Es ist nicht zu übersehen und vor allem nicht zu überhören. Heute spielt der MSV ein wichtiges Spiel. Dazu kommt ein Ehrengast. Schlagerstar Micky Krause lässt es sich nicht nehmen und performt für die Jungs in Blau-Weiß. Du spielst zur Halbzeit und zwar drei Songs. Welche hast du dir da ausgesucht und warum? Genau, also ich habe auf jeden Fall fußballtaugliche Songs mitgebracht. Ich starte mit Reiß die Hütte ab. Ich hoffe, dass die Leute das hier nicht wörtlich nehmen. Dann kommt Schatzi, schenk mir ein Foto in Kombination mit Nur noch Schuhe an. Und dann gibt es als letzten Track natürlich noch Geh mal Bier holen, du wirst schon wieder essig. Was verbindest du denn mit dem MSV? Also mit dem MSV verbindet mich natürlich schon mal ein Spiel, was ich im letzten Jahr gesehen habe. Da hat natürlich der MSV gegen Fortuna Köln gewonnen. Da sind sie in die zweite Liga aufgestiegen und ich habe halt eben mein Versprechen mehr oder weniger jetzt eingelöst. Ich habe im letzten Jahr gesagt, wenn ihr aufsteigt, komme ich zur Aufstiegsfeier. Das passte aber nicht, weil es ein Pfingstsonntag war. Da hatte ich Termine im Osten, nicht im Osten, im Norden. Und das war einfach zeitlich nicht machbar, hier in Duisburg zu feiern. Jetzt bin ich heute da und hoffe, dass ich Glück bringen kann für den Erhalt in der zweiten Liga. Und mein Kumpel Dennis Grote spielt bei Duisburg. Der wohnt auch in meinem Dorf, in dem wir beide gemeinsam groß geworden sind. Ihr kennt euch also und du drückst dann auch dementsprechend den Zebras die Daumen, hoffe ich. Auf jeden Fall, sonst wäre ich nicht hier. Ich unterstütze nämlich nur Vereine, die mir sympathisch sind. Das finde ich super. Was kommt dir so in den Sinn, wenn du Duisburg hörst? Also ich kenne den Duisburger Zoo, da bin ich früher oft mit meiner Familie gewesen. Vielleicht sollte ich erst mal mit meiner Familie, also ich war damals mit meinen Eltern im Zoo, vielleicht sollte ich mal mit meiner Familie, mit meinen Kindern und meiner Frau mal wieder hier nach Duisburg kommen. Klar, MSV Duisburg spricht für Duisburg. Dietz ist mir ein Begriff aus den 70er, 80er Jahren, aus den 80er Jahren. Das war halt eben der Inbegriff von Duisburg für mich. Und ich habe hier schon jede Menge, viele coole Partys gefeiert in Duisburg und habe halt auch einen relativ großen Bekanntenkreis in Duisburg. Du kannst dir das Spiel leider nicht ganz anschauen, weil du noch unterwegs bist. Erzähl mal. Ja, also ich bin jetzt wirklich in der Halbzeitpause, 20:45 dran mit meinen drei Songs. Dann geht es ja um 19:30 in die zweite Halbzeit und ich muss um 8 Uhr raus, weil ich dann direkt weiter muss nach Elsmalmeneich. So ein Ort gibt es wirklich, das ist bei Limburg an der Lahn. Da fahren wir 2 Stunden und da gehe ich dann um 22.30 Uhr auf die Bühne. Wie sieht denn so eine Vorbereitung bei dir aus? Machst du dir noch die Haare schön oder wie kann man sich das vorstellen? Ich versuche mir die Haare immer so ein bisschen schön zu malen, guck, ob die Perücke da ist, nicht die Perücke, ich trage keine Perücke, ob die Sonnenbrille da ist und mein Handtuch brauche ich, meine Lederjacke brauche ich und dann bin ich eigentlich bestens vorbereitet. Ich mache das so viele Jahre, ich brauche keine Vorbereitung. Heute brauche ich aber eine, weil ich habe 2 Wochen Urlaub gehabt und das ist immer wieder irgendwie wie so ein Neuanfang. Okay, Micky. Dann natürlich die Frage schlechthin, Schatzi, schenkst du mir ein Foto? Na, selbstverständlich. Ja, ich mache alles für dich.